Wir verkosten den Primitivo di Manduria Alternativa der Casa Vinicola Botta. Schon im Glas hat der Wein so eine tolle, intensive rote Farbe, so ein schönes, dunkles Rot und vielleicht sogar ein bisschen mit so lila Pigmenten. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig toll und sehr ansprechend aus. In der Nase, oh, da finde ich direkt diese Töne von so einer dunklen Schattenmorelle, von einer dunklen Kirsche wieder. Wirklich sehr, sehr fruchtig. Eine ganz tolle fruchtige Nase. Aber auch so Töne von Vanille, sehr dezent, nicht penetrant. Das ist ganz schön auf jeden Fall. Und ich habe sogar irgendwie so ein bisschen so eine rauchigen Noten in der Nase. So ein bisschen wie wenn man so eine Zigarrenkiste öffnet oder so. Spannend, auf jeden Fall sehr ansprechend. Jetzt probieren wir mal. Im Mund habe ich genau diese fruchtige Kirsche wieder. Eine ganz tolle, saftige Kirsche. Wie wenn man auf so eine ganz reife Kirsche beißt und der Kirschsaft so rausläuft. Und die Töne, diese Vanillearomen, die kommen wahrscheinlich vom Holz. Das ist ganz schön eingebunden in den Wein, verleiht ihm Struktur, sodass man erst die Frucht schmeckt und dann der Wein ganz tollen langen Nachhall hat. Und somit würde ich sagen, passt er auf jeden Fall richtig klasse zu Schmorgerichten, auf jeden Fall zu jeglichen Fleischgerichten, aber auch vegetarisch. Ich würde sagen, so eine tolle geschmorte Pilzpfanne, weil so gerade diese eingekochten Speisen einfach ganz toll von dem Wein begleitet werden können. Ich glaube, eingangs habe ich das noch nicht erwähnt, aber der Wein kommt aus Italien, aus Apulien genauer gesagt, aus der kleinen Region Manduria, ist also ein Original Primitivo di Manduria. Wir befinden uns geografisch im Absatz des Stiefels. Das ist ja immer so ein bisschen einfacher, wenn man von Italien spricht, damit man weiß, wo man sich ungefähr befindet. Und gerade in der Region wird es immer sehr heiß und die Trauben erlangen dadurch eine ganz tolle Reife, was einfach den Wein auch schon eine richtige tolle Struktur und Größe schon vom Weinberg aus mitgibt. In dem Sinne lassen wir uns den schmecken. Cheers!